Hey Leute, grüß euch, servus, was geht? Ah, ziemlich cool stehe ich da. Ihr seht es hoffentlich, hinter mir sind voll viele Stufen. Und da rauf hinter mir geht es auch voll mit Stufen weiter. Wir machen heute eine richtig geile Tour. Vermutlich ist das was Einzigartiges in den Alpen. Wir gehen auf den Berg rauf, der hat im Auf- und Abstieg zwei unterschiedliche Wege. Über 4000 Stufen. Also, ich habe keine Ahnung, ob es sowas sonst irgendwo im Alpenraum gibt. Auf jeden Fall, wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommt mit. Viel Spaß. Gehen wir los. Ja, wir starten jetzt also am gebührenpflichtigen Parkplatz in Fürstenbrunn und gehen gleich einmal Richtung Dopplersteig durch ein wunderschönes Tal rein. Das hat man schon Reitsteig 2500 Stufen. Ja, und der Dopplersteig, der hat 1500 Stufen. Ha, da kommt was auf mich zu. Okay, da kommen wir runter über den Reitsteig und wir gehen über den Dopplersteig auf. Sehr gut angeschrieben. Und gleich geht's los mit den ersten Stufen. Dopplersteig. Sind natürlich nicht durchgehend Stufen, wie man es gerade sieht, hinter mir. Aktuell wieder ein bisschen gemütlicher, aber die nächsten Stufen bahnen sich schon wieder an da vorne. Da unten sieht man den Rositenbach. Runterfliegen sollte man nicht, da geht es Kerzen gerade runter. Jetzt sind wir erstmals aus dem Tal heraus, wo wir herkommen. Es lichtet sich ein bisschen und da sieht man jetzt die Abstürze vom Muntersberg und selbstverständlich geht es über Stufen weiter. Gewaltig! Kurzer Rückblick, da seht ihr schon wieder die Stufen. Da geht es weiter. Und ich sage es jetzt auch gleich dazu: Ich nehme nicht jede Stufe für euch auf, dann wird das Video 3 Stunden dauern. Also, das ist jetzt die erste Tour, die ich mit der GoPro Hero 9 filme, ausschließlich. Ich werde dann beim Runtergehen einen Vergleich machen, einen direkten, hinsichtlich Akkuleistung und der maximalen Stabilisierungsleistung, die GoPro Hero 7 Black, die 8er und die 9er bei Full HD und 60 Frames pro Sekunde haben.
Wer dieses Video nicht verpassen will, das betrifft im Wesentlichen jeden, der gerne Outdoor unterwegs ist und speziell natürlich eben Bergvideos macht, hier zum Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn es soweit ist. Und wenn ihr im Vorfeld darauf Zugriff haben wollt auf dieses Video, das Ganze werbefrei sehen wollt, dann schaut mal unten in die Kanalbeschreibung rein. Es gibt die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Damit habt ihr gewisse Vorteile und unterstützt gleichzeitig meinen Kanal. Ja, also eins kann ich gleich sagen, da rauf machst du echt Höhenmeter. Endlich einmal wieder die Stufen hinter mir. Jetzt geht es da durch so ein Waldstickerlauf. Da oben seht ihr jetzt schon die Bergstation der Untersbergseilbahn. Und übrigens da oben hat das Privatfernsehen in Österreich ihren Ursprung. Und zwar hat Salzburg TV einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass es in Österreich Privatfernsehen gibt. Die haben einen ewig langen Kampf geführt, also einen jahrzehntelangen Kampf sogar. Und bei uns in Österreich ist es erst 2001, 2002 oder 3 so irgendwas so weit gewesen, dass man terrestrisch überhaupt senden hat können. Salzburg TV hat damals zur Bergstation einen Sender raufgebracht und die haben wir gesendet. Der damalige Bundeskanzler Schüssel hat gesagt, ja, da wird schon nichts sein, auch wenn es gesetzlich noch nicht erlaubt gewesen ist. Ja, und wie es live gegangen sind, ein paar Tage später ist dann von der Rundfunkbehörde, glaube ich heißt das, wer da gewesen und die haben den Sender dann plombiert und das ganze Risiko, ja, war natürlich umsonst für Salzburg TV. Aber der Sender ist dann später live gegangen. So viel mal zur österreichischen Mediengeschichte. Hagebutten. Da sieht man jetzt auch die Untersbergseilbahn, fährt jetzt hinauf und da oben können dann die Leute aussteigen. So, da trennen sich jetzt die Wege. Wir gehen Richtung Geiereck, Salzburger Hochthron. Dann nochmal ein Rückblick, wo sie sich so aufmacht und wo die Weggabelung war, daher zu mir. Und jetzt geht es wieder mit Stufen weiter. Also das ist eigentlich voll arg, die Stufen, die haben uns vor über 100 Jahren da reingeschlagen. In Fels, gebt euch das einmal. Das ist schon eine brutale Leistung und ausgesetzt natürlich auch da oben. Ja, da geht es jetzt dann weiter rauf und da oben steigt man noch aus dem Dopplersteig aus beim Dachshammerkreuz, heißt das. Ja, solche Materl sind da viel. Ist einfach gefährlich, Absturzgelände durch und durch. Thank you.
Jawohl. Das Martyrium da rauf hat vorerst einmal ein Ende. Ausstieg. Sora. Sora Lara. Tag sind wir gerade. Wunderschöner Blick auf Salzburg. Da vorne oben ist das Geier Eck, Bergstation. Ja, da rasen wir auch noch rauf. Da seht ihr jetzt das Zeppelzauer Haus. Es geht nach wie vor in Stufen weiter, aber alles gemütlich da vorne. Ist die Bergstation und wenn man da so hinter mir schaut, sieht man, es fängt zum Regen an. Das heißt, ich spare mir den Salzburger Hochthron heute. Es waren sowieso nur noch ja, 30, 40 Höhenmeter mehr und einfach ein sinnloser Hatscher. Entschuldigung, dass ich es so sage, aber es ist nur ein Hatscher da oben. Viertelstunde hin, Viertelstunde retour. Das heißt, ich werde am Geier Eck mir kurz aufwärmen und nachher noch runter gehen. Da vorne sieht man, es regnet schon. So, falls man mich hört, bergheil vom Geier Eck am Untersberg. Hinter mir seht ihr schon, die Front ist da, der Regen ist gleich da. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich umziehen, warm umziehen und dann runter rauschen. Ich möchte mich nachher ein bisschen später noch. Zwei Minuten später und schon ist er da, der Regen. So schnell kann es gehen, die Bergleiteln. Darum immer entsprechende Ausrüstung mitnehmen. Heute war nicht viel Niederschlag gemeldet. Ganz, ganz wenig nur. Ich habe sogar noch über den Windstopper da habe ich sogar noch eine Hardshell-Jacken dabei, ein Gore-Tex. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile wieder herunten angekommen. Ziemlich K.O. Insgesamt sind es 1340 Höhenmeter zum Zurücklegen. Die Aufnahmen vom Abstieg, die 2500 Stufen, kommen im nächsten Video. Im nächsten Video geht es nämlich um den großen GoPro 7 Black, GoPro 8 und GoPro 9 Vergleich. Ich bin 2500 Stufen runterballert mit allen drei gleichzeitig. Seid richtig gespannt drauf, was dann das Ergebnis ist. Hinsichtlich Akkuleistung, hinsichtlich Stabilisierung und hinsichtlich Mikrofon. Das wird es dann im nächsten Video geben. Wenn es heißt, 2500 Stufen volle Erschütterung für die drei GoPros. Wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Bewertet auch dieses Video. Insgesamt sind es eben, wie gesagt, 1340 Höhenmeter, die zum Absolvieren sind. Unterschätzt das nicht, ihr müsst auf und oben trittsicher sein, vor allem auf auch schwindelfrei. Aber auch beim Obergehen habe ich vor 250 Höhenmeter vor dem Schluss ein Mädel getroffen, die hat extreme Schmerzen in die Knie gehabt. Also lasst euch auf dieses Abenteuer nur ein, wenn ihr die entsprechende Fitness mitbringt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. Wenn ihr Anregungen, Kritik habt, auch unten ein ins Kommentarfeld. Das war's soweit. Mir bleibt nichts mehr zum Sagen, außer bergheil, bleibt's geil. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Ciao.